Und von der ÖVP nimmt Andreas Hanger am sogenannten kleinen U-Ausschuss teil. Was er vorab zu sagen hatte, das hören wir jetzt. Ja, ich darf Ihnen von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen wünschen. Darf kurz replizieren auf die Kollegin Greiner. Wenn sie von Wahrheitspflicht spricht, dann darf ich Sie schon auffordern, selber die Wahrheit zu sagen, weil wenn sie zum x-ten Mal behauptet, es hat einen Impfstoffdeckel gegeben, dann haben wir eine Situation, dass sie bewusst die Unwahrheit sagt oder sie versteht haushaltsrechtliche Zusammenhänge nicht. Also beide Varianten sind denkbar. Ihren Ausführungen habe ich auch entnommen, dass sie über alles Mögliche gesprochen hat, aber mit Sicherheit nicht über das, was wir heute im Rechnungshof und Unterausschuss beraten werden, hinterfragen werden. Auch ein deutliches Indiz dafür, dass auch hier dieses Gremium offensichtlich die Themen dort ausgehen. Und wenn ich mir die heutige Ladungsliste anschaue auf Wunsch der Opposition, dann bin ich auch der Meinung, Auskunftspersonen, möchte zur Wahrheitspflicht noch einmal sagen und möchte auch alle auffordern, wenn sie sich dann danach hier herstellen und ein Medienstatement abgeben, da sollen sie die Wahrheit sagen. Weil ich habe schon oft genug erlebt, dass was da drinnen besprochen worden ist, nicht medienöffentlich, und was dann hier herausgesagt worden ist, das war wie Tag und Nacht. Und das ist schon auch eine Aufforderung an alle hier vertretenen Parteien, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn man über Dinge spricht, die hier im Ausschuss besprochen wurden. Sagt Andreas Hanger von der Volkspartei. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die Bildprobleme.